Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? What? Und willkommen zurück zu Detroit Become Human. Und jetzt sagt mich hier dieser Menü-Bot, sind wir Freunde? Was? Ich sag mal, ja? Ja, genau. Warum sollte ein Mensch nicht mit einer Maschine befreundet sein? Ich meine, ihr Ja freut mich. Oh Gott, bitte hör auf damit. Ja, bitte. Reagier nie wieder so. Ich gehe schon wieder. Willkommen zurück. Also, habe ich ja schon mal gesagt. Nee, ich nehme das gerade einen anderen Tag auf. So, wir sind wieder bei Amanda. Sozusagen Connors Gedankenwelt. Wo ist denn überhaupt Amanda? Meine Güte, ihr komischer Garten, Alter. Oder unser Garten ist ja absolut verwirrend. Da ist sie an so einem Boot. Wird sie jetzt hier Boottour machen, Alter? Das ist doch so kurz. Aber okay. Jetzt wird die mich wahrscheinlich wieder streng bewerten, aber die ist mir eh kackegal. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Nein, tut sie nicht. Abstoßen. Sie werde ich abstoßen. Meine Güte. So, achso, mit L. L1. L1. Und einmal lospaddeln. Wer denkt sich das schon wieder aus? Schütteln. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Hank Eden Club. Wir sprechen Hank an. Meine Beziehung zu Lieutenant Anderson ist problematisch. Er kämpft weiterhin mit seinen psychischen Problemen. Ich vermute, es beeinflusst sein Urteil über Abweichler. Nichts ist wichtiger als deine Untersuchung. Was passiert, ist einfach zu wichtig. Lass dich von Anderson oder anderen nicht aufhalten. Deine Meinung ist mir vollkommen egal. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Aufrichtig, entschlossen, kalt, beunruhigt. Aufrichtig. Ich dachte, ich weiß, was ich zu tun habe. Doch jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist. Du hattest diese Abweichler im Eden Club doch schon im Visier. Warum hast du nicht geschossen? Eine Verwendung Wahrheit zu weit. Wahrheit. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Unschlüssig. Ich verstehe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Von dir will ich nichts mehr hören, Alter. Dir kann man doch eh nicht vertrauen. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Connor. Tut mir leid, Lieutenant. 79. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt?
Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach Scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Einer ging K.O., der andere wurde kaltblütig erschossen. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln. Okay, das ist cool, dass man hier den Abschnitt, wo wir mit Markus waren, auch nochmal untersuchen kann. Also das unterscheidet sich wahrscheinlich bei vielen, weil es gibt ja manche, die haben jetzt nicht die Wachen erschossen oder sind halt generell leise vorgegangen und dann ist hier wenig zum Entdecken. Gut, ja, hier wurde jetzt Simon getroffen. Nee, ich musste tun, als wäre ich jetzt gerade gekommen. Oh, krass. Alter, hier ist auch noch jemand gestorben. Gucken wir mal, wer hier gestorben ist. Ein Security Sheet Sean. Sean. So, wie ist das passiert? Oh mein Gott, da hat der Abweichler dahin. Okay, ich hör auf damit. Wir wissen's. Okay. Was kann ich noch scannen dort? Wieso steht hier eine Wache? Hier passiert doch nichts mehr. Thompson Eben. Ach, der hieß so. Okay, wie kann das Connor so schnell entdecken? Aber ich glaube, die wollen einfach, dass man das so schnell wie möglich hier fertig hat, weil man kennt die Szene ja schon. Frisches blaues Blut, ja. Wissen wir. Hier stand er auch Simon. Hat sie da reingekriegt. Oh, Lieutenant? Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein Arschloch, Alter. Was für ein mieses Arschloch. Ja, wie ich es gesagt habe. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Ja. Gut. Was gibt's hier zu entdecken? Ja. Da hat jemand draufgehalten. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, gut, was kann ich hier gucken? Überwachungskameras überprüfen. Ja, ach guck mal, hier sieht man das auch nochmal von einer anderen Perspektive. Das ist cool. Abweicher sind nicht eingebrochen. Hä? Doch? Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Oder vielleicht meinen die Einbrechen. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Vielleicht meinen die mit Einbrechen nicht so halt sich reinschleichen und sowas, sondern halt Einbrechen wie ein Dieb, der jetzt mit einer Brechstange da reingeht. Gut, dann kann ich es wahrscheinlich verstehen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte.
Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ah, jetzt kann ich Connor noch. Jetzt kann ich Markus nochmal scannen. So, hier seine zwei verschiedenen Augen. Gut. Und hier nochmal sein. Seine Wange. Gut. Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Guck mal. Connor wird immer immer selbst verloren, weil der immer mehr verheimlicht. Guck mal, hier sieht man nochmal die Blutspuren von Simon. Oder die blaue Blutspuren. Gut, hier ist eine Cappy. Stohlen, Wartungsuniform, Täter waren uniformt. Gut, habe ich noch mal hier? Ja, genau. Hier kann ich auch noch was untersuchen. Rede wurde von hier gefilmt. Nirgendwo eine. Hä, hier war doch nirgendwo eine Kamera. Auch kein Beamer oder sowas, okay. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. So, die haben gesagt, in der Küche wären die Androiden für die Überwachung. Hier seid ihr. Verhören. Hallo. Na? Was geht? Ihr seht ja alle gleich aus. Soll jetzt nicht rassistisch gemeint sein. Überprüfe die Reaktion, um den Abweicher zu finden. Okay. Funktion. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Der Senderassistent? Achso, jetzt kann ich nur noch Modell fragen. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Meine Güte, wieso müssen die alle gleich aussehen? Zeugespeicher, Diagnosekontakt. Erstmal frage ich den hier noch nach Kontakt. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Gut. Je nach der Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Aha, okay. Hat Speicher? Hat jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Zeuge? Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Oh Gott, jetzt muss ich eine Detective spielen. Bedrohen, verhandeln, entschuldigen. Ich habe halt keine Ahnung, die sehen alle gleich aus. Es gibt kein Modell, was jetzt irgendwie. Die haben auch. Guck mal, die haben die gleiche Modellnummer. Deswegen macht das so kompliziert. Ich kann vielleicht bei den Augen gucken, aber ich glaube, die helfen mir auch nicht. Die gucken alle geradeaus. Ich sag jetzt mal bei den Fallen. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Ja, das war klar. Dann den bedrohen wir. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Habt ihr gesehen, den einen, der eine hat so ein bisschen... Zerstören! Der eine hat so ein bisschen nach links geguckt. Der sah sehr auffällig aus. Guck mal, der da. Der... Ja, ich will doch keinen beschuldigen. Nur guck, der kann es sein. Der schiert die ganze Zeit so komisch. Und dann guckt er manchmal nach links. Ich glaube,
doch, komm mal. Der, da, schon wieder. Ja, ich sag, das ist der. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn der nicht gleich angreift, dann weiß ich auch nicht mehr. Wie? Ja, komm schon. Foltern, Speicher prüfen, Gewalt blöffen. Der kann das nur sein. Guck mal, kein anderer macht das. Ich sag, das ist der hier. Ich mache jetzt Speicher überprüfen. Ist mir jetzt egal. Das war so klar. Oh fuck, geh weg von mir. Nein, der zieht meinen Speicher raus. Fuck. Scheiße. Was war das? Rufen? Schieb! Ich brauche Hilfe! Fuck! Was soll ich machen? Ich kann nicht fangen. Nein, das kann jetzt nicht da sein. Ich kann nichts machen. Muss doch irgendwo eine Möglichkeit sein. Warte, ich mach mein Messer raus. Schnell. Komm, beweg dich, Connor, Alter. Du hast nicht mehr lange Zeit. Du willst nicht sterben. Nicht nochmal rebooten. Lass mich doch bitte normal bewegen und nicht diese Scheiße. Eine Minute. Komm, wir haben das bei Markus gesehen, wie schnell der das gemacht hat. Du schaffst das auch. Komm schon! Ja, komm! Jawohl! Alter, knapp! Schnell, wir müssen ihm folgen! Schnell! Er ist ein Abweichler, aufhalten! Oh nein, der hat eine Waffe! Hank, überleben wahrscheinlich 40%. Angreifen, ich kann doch nicht. Was kann ich hier? Waffe nehmen. Nimm eine Waffe. Hab ich ihn? Okay, das war die einfachste Variante. Boah. Alter. Ein richtig guter Schuss, Connor. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Oh, Simon. Staatsfeind. Wow. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass der wirklich so krass reagiert und dazu noch mein, wie kann ich das nennen, Batterie oder so raussteckt und dass ich dann schnell das einsammeln soll. Wie viel haben das der gemacht? 22% haben das nur gemacht. Ach nee, warte mal, hier. Ah, okay, 80%. Nee, ich hab mich verguckt. Aber ich hätte auch nach oben gehen können und Simon suchen können. Oder ich hätte wahrscheinlich auch Hank opfern können, aber dann wäre ich auch gestorben. Ich hab den einfachsten Weg genommen und da bin ich echt froh. Alter. Das hat mich aber echt unter Druck gebracht. Gut, dann direkt weiter. Hole Hilfe und such den Hinterhof. So, wir wollten ja nach Hilfe suchen, hat der Lufa einen Ort gefunden und das ist der Ort. Hallo? Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier?
Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Die vertrauen uns einfach so? Ja, doch. Das ist eine gute Familie, glaube ich. Wir haben keine Wahl. Also, ich glaube, den kann man auf jeden Fall vertrauen. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam. Bringst du sie nach oben? Adam sieht aber nicht so glücklich aus. Ich glaube, der mag die Androiden auch nicht. Aber naja, das sieht gemütlich aus und die sind auch vorbereitet für Weihnachten. Nee, aber es ist so ein typisches amerikanisches Haus. Aber ich mag diese amerikanischen Häuser. Die sind halt richtig schön gemacht. Und man kann dort schön leben. So, Alice, jetzt geh mal pennen. Keine Ahnung, warum sie jetzt erst pennen muss. Schuhe aus. Das muss ich auch mal alleine machen. Gut, Alice noch ausziehen. Hoffentlich nicht komplett. Weil sonst wäre das nicht werbefreundlich. Sie ist aber noch 7 oder 6. Keine Ahnung. Gut, nochmal zudecken. So, jetzt gehen wir kurz pennen. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Nichts sagen, erklären, beschwichtigen. Erklären. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich verspreche es. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Ängstlich, unglücklich, Missverständnis. Sie verstehen uns falsch. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Die Mischte ist aufrichtig pessimistisch. Ich finde, ich muss optimistisch sein. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Dann, hier, ess mal. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schließe die Vorhänge, gut. Mach ich mal zu hier, damit sie auch schön schlafen kann. Wie gesagt, ist ein hell morgens. Da verstehe ich nicht, warum sie jetzt schlafen muss. Ah, okay. Man weiß ja nie. Sprich mit Rose. Gut. So. Sie können uns anscheinend helfen.
Dann reden Sie mal mit mir. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Aufrichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen. Und ein neues Leben beginnen. Viele Abweichler, Rose, danken. Erstmal danken wir uns. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Warum helfen Sie uns? Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Grenze. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Beharren, keine Wahl, na beharren. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Obwohl, das war nicht so gut, oder? Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist da los? Können wir auch mit rein? Siehe nach, was los ist. Hat ihr etwa noch mehr von denen? Tatsächlich, sie hat Androiden. Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh. Oh nein. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Hey, der tut mir echt leid. Guck mal, der hatte seine Liebe und jetzt ist sie gestorben. Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Ja, bleib mal hier. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Gut. Das ist natürlich traurig, wenn ein Android seinen Partner verliert. Also für Menschen wahrscheinlich nicht. Nicht nach aber für mich schon ein bisschen. Heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das. Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts!
Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Das ist natürlich auch hart. Familie zerbricht, weil sie irgendwelche Androiden hier lässt. Kann ich aber auch irgendwie verstehen. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Gut. Was müssen wir jetzt machen? Warte auf Rose, sieh dich um. Was haben wir hier zu sehen? Was? Beute mit blauem Blut? Was? Achso, das stimmt, die versorgt ja Androiden. Was wundere ich mich da? Oh, hier Familienbild. Das war der Vater. Adams Vater. Das ist hart, wirklich. Sieh nach Alice. Alles okay? Du weißt, was da drin passiert ist, nicht wahr? Du weißt es, aber du willst es nicht sagen. Wir waren. Ich dachte, es gäbe keine Geheimnisse zwischen uns. Wenn ich es dir sage, liebst du mich nicht mehr. Alice. Du weißt, dass das nicht stimmt. Na, sie verheimlicht was. Das heißt, da ist irgendwas an ihr dran. Was, wir können mit Adam reden? Hey Adam, es tut mir nochmal leid, dass ich hier bin. Beschwichtigen, stehen, erklären. Beschwichtigen. Ich verstehe, dass du wütend bist. Wir wollen keine Probleme machen, wir wollen nur über die Grenze. Ui, da klingelt jemand. Die Polizei. Es ist die Polizei! Oh, oh, kümmere dich um die Polizei. Öffne die Tür. Einen Beweis für Abweichler. Beweis mit dem Verstecken. Scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Fuck. Was, warte, ich kann mit denen reden. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Oben. Komm, Alice. Los. Kann ich da noch den Schrank da zumachen? Ja. So, einmal hier zumachen. Gut, wie viel Zeit haben wir noch? 28. Warum bekomme ich hier ein Zeitlimit? Schichtigen bedrohen, ruhig. Ruhig. Wenn du in Panik gerätst, ist es vorbei. Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Willst du deine Mutter in Schwierigkeiten bringen? Dann bleib ruhig und tu, was ich sage. Gut, da vielleicht nochmal die Tür zumachen. Da ist ja ein Android drin. So. Ich glaube, jetzt ist alles ready. Dann können wir die Tür öffnen. Hallo, Officer. Ist alles ready? Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Kommen Sie noch rein. Junger Mann. Guten Abend.
Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ah, nehmen Sie sich einen Kaffee und dann ist alles gut. Unerwartete Besucher. Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Ja, meine Tochter. Das... Nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, ich habe keine. Nein, hier sind keine Androiden. Gut, hoffentlich macht ihr jetzt hier keinen Verdacht. Sieht bisher alles okay aus. Ja, wollen Sie jetzt noch einen Kaffee? Achso, ich muss vielleicht vorrennen. Wenn er mich auch mal durchlässt. So, hier, ich mache hier einen Kaffee. Muss ich wieder den Controller hier drehen. Bitteschön. Genießen Sie es. Ja, gefällt Ihnen unsere Wohnung? Danke. Unser Haus. Ist doch schön eingerichtet, nicht wahr? Ich hasse diese Androiden, deswegen habe ich nichts davon. Ich mag solche Exemplare nicht, wenn sie Menschen ersetzen. Deswegen ist hier alles androidenfrei. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Ja, er ist müde. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ja, genießen Sie es. Ist noch jemand im Haus? Die Waschmaschine läuft, ja. Die ist sehr laut. Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Oh. Also, das war nochmal heiße im Gemetzel. Eieiei. Ei, ei. Auf einmal kommt hier so ein Kopf. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Hat sich für mich gerade angehört wie so ein Kampf. Macht euch bereit, der Kampf beginnt. Gut. Alter, da gibt es ja noch 100.000 Sachen zu entdecken. Und wahrscheinlich ist ja noch so, Polizei nimmt dich fest oder so. Nee, davon wollen wir nicht träumen. Gut, die Folge ist auch viel zu lang. Für heute war es das hier mit. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.